Hardcore Radio. Ja, die andere Stimme, die ihr da gehört habt, ist der Vandalism, aka Vando. Auch er kennt sich aus mit Beats, weil er ist nämlich ein Beatmaker und auch DJ. Wie ist es denn bei den Beats? Du machst ja auch Beats. Geht es lang, bis du einen Beat hast? Gute Frage. Also meistens hocke ich an, suche. Es geht halt einmal eine Stunde oder zwei, drei, bis ich etwas habe. Wenn ich etwas habe, geht es schnell. Okay. Ja, depends, wie lange. Also der längste Teil ist der Sample finden, oder? Genau. Dann, wenn du Samples suchst, nach was suchst du? Hörst du immer rein oder suchst du nach Covers oder nach Instrumenten? Also bei mir ist es mehrheitlich Jazz, wo ich sample. Und das ist einfach mal ein Durchhören, aufnehmen, cutten, choppen. Also wenn Jazz drauf steht, dann wird reingelassen? Das schon nicht, aber je nach Jahrgang und ja. Ah, okay, so nach Jahrgang. Was ist denn so ein guter Jahrgang? 72. 72? Ja, wegen? Ich weiss nicht, 1972 ist für mich immer Shit. Oh. Krass, spannend, das habe ich nicht gedacht. Und hörst du einfach auch Jazz nebenbei oder einfach so ein bisschen ja, zum Diggen? Also Jazz, Funk, Soul, aber schon mehr Jazz. Mhm. Also auch Sonntagmorgen mal Platte ja, und Kaffee. Willst du mal ein bisschen erklären, wenn du jetzt ein Sample hast, wie fängst du an? Zuerst die Melodie oder suchst du dann Drums oder wie baust du das so auf? Also meistens baue ich mir zuerst mal das Grundgerüst mit Drums, also ein Beat, nur mit Drums. Und dann Plattenspieler anhängen und mal reinhören. Ja. Das ganze Sample-Surium durchhören, wo man liegt. Surium. Ja, man. Schon am Teasen. Und dann nachher hast du einen Loop und dann machst du noch einen zweiten Loop oder wie machst du das? Ja, es entstehen meistens zwei, drei Sachen und dann nehme ich das, was mir am besten gefällt. Mhm. Ja. Und arrangen ist das? Also arrangen, du hast dann auch richtig aufteilen dann genau, also in der MPC, oder? Ja, voll. Alles auf der MPC. Und du hast auch schon released, Vandalism, kann man auf Spotify hören. Das ist ein sehr geiles Release. Dankeschön. Ja, nichts danken. Hast du viele Beats müssen machen, bis du so weit gekommen bist, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich releasen? Ich habe das Beat-Tape Jazzel und Volume 1 eigentlich in 3 Monaten produziert. Mhm. Also geheissen vom Roland Kaderbein. Das hat geheissen? Also, grüßen Roland, ja, Kaderbein. Jetzt geheissen, ja, es könnte mal etwas rauskommen, wenn du Lust hast. Dann habe ich 3 Monate lang produziert und ihm das Zeug mal zugeschickt. Ja. Genau, und dann auf Haus und Baum released, genau. Oder? Also Fruit genau. Of the Boom. Ja, genau. ja, auch ein Beat-Label. Und ja, es ist wirklich ein cooles Release. Du hast es auf ein Tape rausgebracht, gell? Genau. Dann auf deinen Beats können wir ab und zu auch so ein bisschen Vocals, gell? Ja, richtig. Back in the Days, Nas, Memory Lane hast du auch drauf. Ja, voll. So Zeug. Und ich habe mich dann gefragt, so, ja, Vocals ist eigentlich schon der erste Schritt zu einem Rapper. Hast du dann schon mal ein Projekt gemacht, wo Rapper drauf sind auf deinen Beats? Nein. Also schon genug Anfragen bekommen. Häufige, aber nie dazu gekommen, um etwas mit, also ja, mit Kollegen halt dazu mal. Ja. Aber nie wirklich etwas released so mit Rappers. Aber es wäre mal etwas, oder? Wäre mal etwas, ja. Wäre mal etwas. Frage von der Zeit eigentlich mehr. Also ich bin da schon ein bisschen am connecten, aber ist nie wirklich dazu gekommen. Wieso nicht? Zeitlich. Zeitlich? Weiß auch nicht. Naja, das Jazzalum 2 ist wahrscheinlich dafür schon in Planung, oder? Das ist in Planung, in Produktion, ja. Sogar? Voll. Und das kommt dann wieder nur auf Tape raus? Ja, ich kann jetzt da nicht gross sagen, ich hoffe auf Vinyl. Okay. Ich hoffe es sehr schwer.